Wer hat Bock auf GTA-RP? Kindergarten, meine ich. Ich will halt auf keinen Server joinen, der so 100 Spieler hat. So, das ist schon ein bisschen too much. Cyber-Live, das klingt doch gut. Yes, let's go. Da gehen wir rein. Oh, die haben, glaube ich, mit Einreisegespräch. Hallo. Wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Machen Sie hier die Gespräche? Ja, genau. Super. Dann komme ich direkt mal mit, wa? Und, wie war so... War so Ihr Tag? Ja, guten Jahr. Ja, auch. Hat mir einer im Flugzeug auf den Sitz gekotzt, aber ansonsten ganz angenehm. So, also ich werde Sie mal abfragen, so, dass jetzt alles OC, das Regelwerk kennst und so. So ein Beispiel für Fail-AP. Was würdest du als Fail-AP zum Beispiel bezeichnen? Das ist ja nochmal Like und Freunde, das sind noch andere, gell? Boah, beispielsweise, da ist so eine kleine Rampe und ich fliege da mit 500 km/h drüber, fliege durch die halbe Stadt gefühlt und fahre danach einfach so weiter, als wenn nichts passiert. Was ist ein VDM? VDM, Vehicle Deathmatch, also... Einfach mit dem Auto quasi jemand umfahren. Ups! Oh, shit, was ist denn jetzt passiert? Ja, was ist RDM? A Random Deathmatch, halt einfach jemand umballern. Nö, ja, das war's eigentlich schon. Ich wünsche viel Spaß beim Start. Werde ich bestimmt haben, bin ich mir 100% sicher. Ciao. Tschüss. Ach so, soll ich jetzt rausgehen oder wie? Nee, ich mach das schon gerade. So. Okay. Ciao. Tschüss. Oh. Oh, warte, noch nicht. Oh, ein Klapper ist nicht. Ja, tschüss, ne? Ja, warte, das Klapper ist nicht. Ich brauch mal kurz her. Oh, sorry. Ah. Muss ich anders rausfinden. Ich liebe es. Ja, okay. Darf ich vielleicht noch einen Wunsch erfüllt haben? So eine Kleinigkeit? Ja. Dann krieg ich eine Langwaffe? Nee, sorry, das kann ich nicht machen. Du hast ja gesagt. Ja, ich dachte mal jetzt was Normales. Ja, das hättest du vorher sagen müssen. Jetzt krieg ich die Langwaffe. Nee. Okay. Das sieht nicht sehr gesund aus. Das sieht nicht sehr gesund aus. Sag mir jetzt nicht, ich kann so fahren. Irgendwie funktioniert das nicht. Hilfe! Hilfe! Ich stecke hier fest. Ich kann nichts machen. Ja, so schnell war es das auch schon, ne? Ich glaube, da muss ich echt alte 4 gehen, ne? Was soll man dazu noch sagen? Ja, dann joinen wir noch einmal erneut auf den besten Server, den Deutschland je gesehen hat. Das ist ich selber. Hallo? 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 Ach so, Sie können Roller fahren? Ja. Fahren Sie mal. Das ist so schlecht. Kann ich jetzt fahren? Och, toll. Ich habe den X-Muskel gedrückt und jetzt kann ich schon wieder nichts machen. Ey. Digga, der Server kriegt noch eine Chance. Eine letzte. Dann war's das. Letzte Chance und nicht X drücken. Egal, was passiert. Nicht X drücken. Oh, so. Wie machst du den Roller an? Ich bin einfach draufgegangen und bin losgefahren. Der Motor war an. Hey. Da ist Aua. Ja. Mann, den scheiß Motor an, Digga. Ah, cool. Jetzt bin ich unsichtbar. Guck mal, ich kann zaubern. Kann mich jemand sehen von euch? Hallo? Nein. Ich bin einfach unsichtbar. Geil. Also, der Roller fährt bei dir auch von alleine, ne? Ja. Super Server. Glaube ich, die beste Insel, auf der ich jemals war. Guck mal, wenn mich jetzt ein Supporter oder ein Admin findet, denken die, ich hacke. Die denken legit, ich hacke. Safe. Das ist halt einfach schlecht. Ich musste dreimal restarten, um überhaupt spielen zu können, weil sobald du X drückst, was normalerweise die Taste ist, um den Motor anzumachen auf anderen Servern, bist du stuck. Vielleicht können auch nur die mich nicht sehen. Und andere, die jetzt nicht in der Nähe waren, können mich wieder sehen. We see. Würfelpark, wir kommen. Wir müssen irgendwo jemanden finden, der dann so denkt, hä, da fährt da ein Roller von alleine? So als Bestätigung, dass die uns wirklich auch nicht sehen. Wo würde ich mich auf einem 30-Mann-Server aufhalten? PD. Der R8 sieht schon hübsch aus, ne? Ist aber leider abgeschlossen. Papa Platte Mobil, ist das zu? Alright. Ja, komm, fahr zum Ding. Es war nur ein Test. Können Sie mich sehen? Offensichtlich nicht. Entschuldigung? Ja. Wissen Sie, wer ich bin? Nee, Sie sind bei mir unsichtbar. Ja, besser ist. Ich steig mal kurz ein, ja? Weshalb? Ja, ich fahr einfach mal kurz ein bisschen mit. Einfach mal ein bisschen. Brauchen Sie Hilfe? Soll ich Sie wieder sichtbar machen? Nee, alles gut. Sind Sie Suppenmitarbeiter? Ich weiß nicht, was das ist. Nee, arbeiten Sie nicht in der Suppenküche? Entschuldigung, welche Suppenküche? Schenken Sie keine Suppe an Leute aus, haben Sie es da nicht beworben? Also, ich glaube, wir sollten darüber nicht reden, oder? Tun wir einfach mal so, als bin ich nicht hier, okay? Sind Sie Suppenmitarbeiter? Ja, was ist denn Ihre Dienstnummer? Meine Dienstnummer? Auf dem Telefon habe ich da noch keinen. Ich kann Ihnen meinen Ausweis zeigen. Hey! Ja, hier scheint doch alles gut zu sein. Ich verziehe mich jetzt wieder, ne? Du bist Supermitarbeiter, ne? Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Weil ich bin auch einer. Deswegen bin ich Scheiße. Nein, ganz ruhig, der, ganz ruhig. Oh, was geht denn hier ab? Wir lieben Sie. Da bist du so. Ja. Warte, die sehen mich ja nicht. Alle Waffen, ich bin doch in die Luft.
Geil. We in, boys! We in! Ah, es gibt gar keine Geisel, ne? Ja. Fahr! Gesundheit! Warum willst du bei uns im Auto gespannt? Disco, Digga, danke für deine IP, ja? Was? Ah, er ist auch ein Supporter. Oh, er ist auch ein Supporter gewesen. Nein! Ah, er war auch ein Support. Hacking. Ich wurde für Hacking gebannt. Omega Lul. Wenn mich jetzt ein Supporter oder ein Admin findet, denken die, ich hacke. Das war ein sehr kurzer Aufenthalt. Next one. True Life Roleplay. Alright. Könnt ihr eine Wette abschließen? Bin ich in 30 Minuten gebannt? Ich glaube, die waren schlau. Die haben die Cop-Uniform rausgenommen. Nee. Nee, haben sie nicht. Vor allem auf 5M ist halt der größte Schmutz. Da muss man gar nicht erst diskutieren. Was ist mit dem Wagen hier? Steht einfach nur rum. Kaufe ich den Munition? Wahrscheinlich an der Tanke, ha? Auch imagine, er hat das Auto nicht abgeschlossen. Oh mein Gott. Schlecht. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Aber die lernen auch nicht, ne? Die schließen die Autos konsequent nie ab. Wie schnell glaubt ihr, lande ich gleich im Support? Weil er ist jemand, der hat für das Auto 10 Euro Real-Life-Geld bezahlt. Der geht jetzt in den Support heulen. Der hat mein Auto geklaut. Und die Projektleitung so, oh, der hat Geld bezahlt für das Auto. Dem wurde sein Auto geklaut. Nee, da müssen wir einschreiten. Ja, guten Tag. Ja, eine Sekunde. Mal sofort. Das kann doch nicht sein. Der hat 3 Headshots. Er hat 3 Headshots wieder geschluckt. Das kann doch nicht sein. Oder er ist ein Supporter. Oder? Ist er ein Supporter? Warte, was? Lila verkleidet. Aha. 5-4, das ist. Hat mich einfach angeschossen ohne Call übrigens. Es war aber safe. Ach, schade. Unlucky. Ist nicht schlimm. Jeden Tag werden neue dumme Server hochgezogen. Jeden Tag gibt es neue. Homeland Roleplay. One-Click-Allow-List. Teamspeak. ts.homeland-roleplay.de. Oh my fucking God. Ich krieg schon Kopfschmerzen, bevor ich überhaupt auf dem Server bin. Krasse Leistung. Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute, die RP so richtig hardcore ernst nehmen, sind aber halt auch in Relief so irgendwie so richtige Harzer, Digga. So, die chillen in ihrer Wohnung und spielen den ganzen Tag RP und denken dann so, ja, ich erreiche auf der Insel was. Ich werde ja jetzt berühmt und reich. Geiler Scheiß. Geil, Junge. Ach, ich komme hier nicht raus. Und wollen sie den Wagen vielleicht irgendwie verschrotten lassen oder so? Ich bin ganz ehrlich, ich würde den schon gerne mal so eine Runde fahren um den Block. Haben Sie einen Führerschein dazu auch noch? Ja, ja, aber Sie müssten halt vorne das Tor aufmachen, ne? Sie dürfen auch danach an meiner Lampe reiben und dann haben Sie 3 Wünsche frei. Okay? Das klingt doch gut. Kann ich im Wäldchen. Am besten da vorne an das Tor stellen und es dann einfach aufmachen, während ich mit diesem Lamborghini zum Abschlepphof fahre. Das ist eh Lambo. Was wäre, wenn ich mit Nein antworte? Also rein, dann, theoretisch gesehen. Ja, was soll dann sein? Dann fahren sie nicht damit. Okay, dann ist das ein Lambo von einem Freund. Können sie es irgendwie nachweisen? Ja. Können sie aufmachen? Ja, dahinter läuft er. Der ist nun gerade fahruntüchtig. Ja, ist offen. Können Sie rein? Ja, dann fahren Sie mal. Moment. Achtung. Dankeschön, ne? Vergehen Sie mal. So. Warte. Ja, bitte. Einmal bitte folgen. Darf ich fragen, warum? Mit welchem einmal Grund? Bitte rechts ranfahren. Mit welchem Grund? Wenn ich fragen darf? Einmal bitte rechts ranfahren. Der ist genauso schnell wie ich. Wahrscheinlich, oder? Das ist so schlecht, ne?
Safe. Ja, wobei, actually, ich kann damit ja fahren. Alles für die rechts ran, fahren sofort. Ist das ein Joke? Fahr sie rechts ran. Ansonsten ja, gleich. Nochmals scharf geschossen. Ja, ich fahr ja gleich rechts ran. Gleich, gleich. Nicht gut, nicht gut. Ach. Ich ergebe mich, ist ja gut. Ja, hallo, ist okay. Ist ja gut. Ja, was soll ich machen? Wenn der anfängt zu brennen, ist halt... Oh mein Gott, das war ein Atmen. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, ein... Habt ihr das gesehen? Das war ein Atmen. Drehen Sie sich langsam weg von mir. Langsam wegdrehen von mir. Jetzt auf die Knie gehen. Wenn Sie mir noch verraten, wie? Steuerung. Alles klar. Gut. Bootsbach, Erwachsenenvollzug. Mutter ist im Knast heute zu Besuch. Aber ich habe jetzt, es ist eine ernst gemeinte Frage, ne? Und ich hätte auch gerne eine ernste Antwort von Ihnen. Na bitte. Ich bin davor mit 4 kaputten Reifen durch die ganze Stadt gefahren. Und es ist nichts kaputt gegangen. Es hat nichts angefangen zu brennen. Wie kann das sein, dass aus dem Nichts ein kaputter Reifen von Ihnen, den Sie mir kaputt geschossen haben, dass der Wagen anfängt zu brennen und explodiert? Und danach sehe ich einen unsichtbaren, sagen wir mal, Zauberer durch die Luft fliegen, der dann von dem brennenden Wagen wegfliegt. Da hätte ich jetzt eine ernst gemeinte Antwort drauf. Ja, ich kenne Sie haben, ich kenn, Sie haben nicht, sagen, Sie haben nicht zu, Sie haben nicht zufällig durchgefunkt, dass Sie ein paar Probleme haben mit einem Lambo, der abhaut. Und dass man vielleicht ein bisschen Hilfe braucht. Bestimmt nicht, oder? Er weiß es. Ich kann Ihnen erklären, woran das lag. Ich habe das Benzin vermutlich dann angeschossen. Erwärmt. Mhm. Ja. Klingt logisch. Ich habe mir ein Aussehen, bitte. Gut, Herr Winkler. Hast keinen? Doch, normalerweise fahre ich auch einen roten Audi. Skü. Denk mal nach. Wie meinen Sie das? Können Sie das nochmal bitte wiederholen? Normalerweise fahre ich einen roten Audi A4. Okay. Nee, was das, was wir eben gemacht haben? Diese komischen Geräusche. Skü. Ich habe da nur so ein Lied im Kopf, aber alles gut. Okay, mach einfach weiter. Skü. In meinem Audi. Skü. Okay. Okay. Baller die Kurven zu krass. Geht's wieder? Naja, alles gut. Ich muss einmal nachgucken. Weder habe ich Zeit, noch habe ich Geld. Was können wir da machen? Ja, aber das geht nicht. Ich muss dann wieder zurück. Ich muss nach Hause zur Schanze. Yo, Juno Stream. Hallo? Das ist mein Anwalt. Können Sie den gerade... Kopf jetzt hier bitte. Was denn? Da ist mein Anwalt. Der steht oben. Ja. Den würde ich jetzt auch gerne mal mitnehmen. Keine Ahnung. Ich habe nur 10.000 Dollar... Genau der. Das ist mein Anwalt. Ach, der hat einen 10.000 Dollar? Richtig. Hallo. Moin. Hallo, Sie sind der Anwalt? Anwalt? Ja, Sie sind mein Anwalt. So, okay. Ich bin Ihr Anwalt. Wie heißt denn der hier hinten drin ist? Er weiß es, Winkler. Der hier drin ist? Das ist der Herr Winkler. Winkler. Siehst du mal? Also, ab, einsteigen jetzt. Ja, irgendwie geht die Musikanlage an. Was für Musikanlage, Schönig? Ich höre auch keine Musik. Können wir das weiterspielen lassen? Finde ich echt gut. Das ist mein Lieblingssong. Okay. Jetzt, Herr Fuchs, machen Sie was. Verteidigen Sie mich jetzt mal ordentlich. Ja, erstens mal, wieso ist mein Mandant jetzt im SG und nicht vor irgendeiner Staatsanwaltschaft? Es keine Staatsanwaltschaft gibt. Also mein Mandant hat ein Recht auf ein normales Verfahren, ohne direkt ins SG gesperrt zu werden. Also Sie haben gesagt, ich bin anscheinend geflüchtet. Ich sag, nee, das stimmt nicht. Ist ja Aussage gegen Aussage. Oder haben Sie einen Videobeweis? Haben Sie einen Beweis, dass das passiert ist? Ja, ich denke, dass ich einen Beweis habe. Ja, dann würde ich den Beweis erstmal gerne sehen. Bitte. Wir haben Ihr Auto sichergestellt. Nö, ich habe kein offiziell angemeldetes Auto, das kann gar nicht sein. Sie müssen mir erstmal nachweisen, dass ich das Auto auch wirklich, dass ich da mit in Kontakt war. Da sind Ihre Fingerabdrücke drin. Das will ich nachgewiesen haben. So schnell kann kein Labor der Welt die Fingerabdrücke nachweisen. Nee, aber ich habe sie ja gesehen. Sie haben meine Fingerabdrücke gesehen? Das Problem ist, Da drin gesehen. Sie sagen, Sie haben es gesehen. Mein Mandant sagt, das stimmt nicht. Dann ist es Aussage gegen Aussage. Ja, richtig. Ich bin Staatsbeamter, hä? Ja, und? Ja, was ja? Doch. Meine Aussage zählt mehr, weil ich bin ja Staatsbeamter. Ja, aber ohne Beweise können Sie nicht einfach eine Aussage durchprügeln. Das ist Aussage gegen Aussage. Also, wofür ist denn die Anwalt hier? Also, brauchen Sie den überhaupt? Ja, bisher funktioniert es ganz gut. Eben waren wir vorm SG, jetzt sind wir schon wieder in der Stadt. Zeigen Sie mir mal das Auto, was Sie meinen. Was? Das Auto steht hier. Ich sehe da nur ein Wrack, das ist für mich kein Auto mehr. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass ich damit gefahren bin.
Wie soll ich das denn machen? Das Ding hat nicht mal mehr Reifen. Ich hab gefragt mit dem Magier, oder? Ja, aber sie wollen mir jetzt weismachen, dass bei diesem Fahrzeug Fingerabdrücke festgestellt werden können. Ja. Das frage ich mich auch, wie das geht, wenn so ein Auto komplett runterbrennt. Da kann man noch nichts mehr nachweisen. Hat der Anwalt gut gemacht. Bedanken Sie sich bei dem. Danke, Herr Fuchs. Immer wieder gerne. Der Fuchs King einfach. Tschüss. Aber ganz kurz, wie finden Sie eigentlich meine Brille? Sieht relativ scheußlich aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt bitte mal ein bisschen mehr Respekt. Ja, das war ja nicht respektlos gemeint. Sie haben mich also gefragt, wie ich die finde. Der hat das Spiel verlassen. Der hat das Spiel verlassen. Ja, ich weiß, der hat sich rausgelassen. Der hat das Auto offen gelassen. Guck mal. Guten Tag, Dan. Ach nö. Ja, auch nö, Jungs. Ach nee. Dürft ihr wissen, warum ihr das Auto da geklaut habt? Das war aufgeschlossen. Nächstes Mal bitte das Regelwerk lesen, ja? Weil da steht drinnen, ja, dass ihr Polizeiautos ohne RP-Hintergrund nicht plaudern dürft. Das war ja ein RP-Hintergrund. Das war aufgeschlossen. Ich hab mir gedacht, ich brauche ein Auto und jetzt fahr ich damit rum. Ist aber kein RP-Hintergrund. Ja doch, ich brauche ein Auto. Ich kann ja nicht laufen. Ich glaube, von da hinten hättet ihr es bis hierher gelaufen geschafft, oder? Nee, ich hab schwere Beine. Als Cherrybeine? Nee, lass das einfach stehen. Weil das Problem ist, wenn euch irgendwer damit sieht und ich euch jetzt nicht sehe oder so, dann kann es vielleicht noch schlimmer gehen. Alles klar. Das finde ich jetzt doof. Kriege ich den grünen Lambo doof wieder? Wenn du den findest. Du weißt genau, welchen ich meine. Jetzt komm, her damit. Nee. Doch, ich weiß genau, dass du weißt, welchen ich meine. Nee, ich glaube nicht. Das Auto müsst ihr wirklich stehen lassen, also. Kriege ich dann. Ich will euch jetzt keine Verwarnung geben oder so, ich bin einfach weg. Und also im Moment befindet sich das Auto in meinem Besitz. Ich bin aber bereit, es einzutauschen. Besitz? Ist es in deinem Besitz? Ja, ich hab's ja geklaut. Oh, hä? Wo? Oh. Hä? Komisch. Ich wünsche euch was, ja? Ja, okay, schönen Tag noch.